Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 549 und stehen vor einer Halle. Ja, sieht im ersten Augenblick aus wie eine ganz normale Halle, ist es aber gar nicht. Ist nämlich gar keine Halle. Ihr seht da gerade hinten ist ein Abgaberohr hier, da sehen wir es. Schön in Chrom gemacht, da seht ihr es. Und hier steht ja auch schon drunter, es ist eine Weizentrocknung, genau. Hier könnt ihr also dementsprechend euer Weizen anliefern, ne? Rohstoff, seht ihr selber da. Und kommt mit dem Weizen getrocknet wieder raus. Ja, was bringt mir das? Ja, okay, es ist ein Produktionsvorgang. Es dauert eine gewisse Zeit, bis das Ganze getrocknet ist. Ich hatte hier schon mal Licht an. Hier ist also die Abgabestelle. Da geht das der Weizenpart rein. Hier ist ein Holzschott. Hier irgendwo geht auch das Licht wieder aus. Wenn ihr es ohne sehen wollt, Licht aus. So, ne? So sieht die Halle ohne aus. Und hier ist einfach die Ein- und Ausfahrt. Die Tore könnt ihr natürlich auch schließen, klar, ne? Wenn ihr es nicht braucht. Sonst von den Texturen her seht ihr selber, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Auch die ganze Halle insgesamt sieht eigentlich auch sehr ordentlich aus. Ja, kann ich euch am einfachsten zeigen, indem ich euch die Preisliste zeige. Ist ganz einfach. Ihr seht hier zum Beispiel, dass Weizen jetzt hier 540, 584, 695 kostet als Beispiel. Und der getrocknete Part liegt teilweise immer so ein bisschen höher. Man muss natürlich hier auch Glück haben mit dem Preis, ne? Aber ihr könnt hier, seht, das ist die Welle für das Getrocknete, oder ne, wie ihr wollt. Und dann dementsprechend könnt ihr das natürlich dann für mehr Geld verkaufen, weil ihr müsst es nur anliefern, warten, das ist halt der Knackpunkt, und bis es fertig ist. Und dann war es das Ganze. Es gibt also keine zusätzlichen Aufwendungen oder irgendwelche Brennmaterialien, die ihr braucht. Das ist einfach nur rein, raus und fertig ist. Ne? Wenn wir uns das Ganze angucken, so sieht es nämlich dann hier aus. In der Übersicht seht ihr selber, hier steht jetzt nicht bei wie viel Liter es in einer Stunde sind, aber 175.000 Liter fasst das gute Stück und dann kann es auch 175.000 Liter ausgeben. Das kann sich immer durchvariieren, sag ich mal. Wenn das Lager voll ist und das Lager voll ist, habt ihr halt 350.000 Liter drin, Hälfte, Hälfte halt. Also, das ist der ganze Punkt. Ich zeige euch das auch mal im Shop. Findet ihr unter Platzierbar, da habt ihr selber, Global Company Mod läuft es drunter. Da müsst ihr natürlich die aktuelle Version von drauf haben. Und dann 190.000 kostet die ganze Anlage. Da müsst ihr natürlich manchen Liter Weizen erstmal für verkaufen, auch für den Preisunterschied alleine schon. Muss ihr ein bisschen Weizen raus, nur damit ihr halt ne, die Tagesgebühren wieder rauskommt. Also, wenn ihr groß einen auf Weizenbauern machen wollt, dann geht's. Aber wer riesige Mengen an Weizen produziert, ist die Frage, ob ihr mit den 175.000 Liter Inhalt auskommt pro Lagerhälfte. Ja, müsst ihr euch natürlich überlegen, was man daraus macht. Ne? So einfach ist. Ne? So, ich hüpfe mal eine Runde weiter, bis ich irgendwo lande. Und da lande ich auch schon. Und zwar hier mitten auf dem Platz. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Deswegen steige ich wieder ein. Ich wollte nämlich eigentlich zu dem Kollegen hier. Genau. Da steigen wir nämlich erstmal ab. Da seht ihr, hier haben wir nämlich einen schönen Horsch. Und zwar einen Tiger 6 AS in dem Fall. Die Tiger-Variante gibt es in verschiedensten Ausführungen. Hier seht ihr die Variante in AS. Das hängt immer mit zusammen, mit dem, wie das in der Reihenfolge und wie das mit den ganzen Scheiben und solchen Sachen halt aufgebaut ist. Bin da auch kein Profi drin. Texturenmäßig sieht man hier schön das Abgenutzte und Angekratzte. Finde ich sehr schön gemacht. Auch hier die ganzen Anschlüsse und sowas sind alle schön mit Chromgeschichten. Also das, was metallisch aussehen soll, ist auch metallisch. Reflektoren, Lampengeschichten sind alles dran. Ne? Und auch hier ne, selbst die Anzeigengeschichten, die ganze Verschlauchung, Verrohrung oder Verkabelung, wie auch immer ihr wollt, ist alles vernünftig dran. Ich würde sagen, wir hüpfen hier auch mal rein. Ich scroll mal ein bisschen zurück, ne, sehen wir das Ganze mal auseinanderfalten. Da seht ihr schön, wie das Ganze erst ein bisschen angehoben wird. Dann geht es seitwärts runter. Und dann geht es hin. Und dann ja, ne, können wir den Helfer hier dementsprechend anmachen. Dann geht es los. Dann seht ihr selber, das Ganze senkt sich ab. Alles zieht mit. Und ihr seht, er macht es nicht sonderlich schwunghaft. Was einfach stumpf daran liegt, ihr seht, wie viele Einheiten es sind, die da bewegt werden, ne? Auf wie viele Ebenen hier gearbeitet wird. Man braucht über 300 PS für das gute Stück hier. Ne? Also das ist schon ein bisschen was, was da drin ist. Hier seht ihr jetzt selber auch mal schön die ganzen Verteilungsgeschichten, auch zu den Hydrauliken und sowas. Also sehr schön und sehr detailliert gemacht, finde ich echt gut. Auch wenn das Ganze schön wieder zusammenfalten, seht ihr schön, wie das Ganze rangezogen wird, wie es hochgenommen wird und wie es ein Stück runterfährt. Und dass hier unten dementsprechend sich da alles hier eine gewisse Clearance, also eine gewisse Bodenfreiheit dann ergibt, damit ihr wieder mitfahren könnt. Also, auch wenn wir jetzt hier jetzt aussteigen und das genau angucken, da seht ihr selber, also eine minimale Verschmutzung dementsprechend ist sogar schon da. Also auch das funktioniert einwandfrei. So, ja, damit haben wir die auch schon erledigt. Da muss ich natürlich erstmal noch den Blick im Shop, ne? Ich hätte ich fast vergessen.
So, wir gucken unter Gruber. Dames, Tiger 6S, 30.000, kostet das gute Stück. 6 Meter Arbeitsbreite, 330 PS. Nichts dran zu drehen, doch hier so im Shop, aber sonst halt nichts dran zu ändern. So simpel ist das Ganze. Gut, dann marschieren wir hier mal rüber. Wir haben hier noch ein, zwei Kleinigkeiten, nämlich Anhänger und zwei kleine Traktoren. Der eine Traktor, den ich euch als erstes zeige, das ist sozusagen die Ford-Variante der Army oder der Air Force. Ich weiß es nicht mehr, bin ich grün. Der US Air Force, Entschuldigung. Und die hier ist aber ein Work in Progress. Ich wollte euch nur zeigen, dass es das gute Stück hier gibt. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Licht und ihr seht, es passiert nichts, ne? Auch im Innenbereich oder sowas, das ist also alles eine Sache, die in Arbeit ist. Wenn wir das Ganze anmachen, sehen wir auch hier dementsprechend nichts, aber er fährt halt dementsprechend, ne? Ich kann hier mal eine Runde fahren, wir haben eine Rundumleuchte, die auch noch nicht an ist. Also wie gesagt, wer auf so eine bisschen Militärvariante davon steht, auf alten Traktoren, ne, hat ja auch was Historisches fast, hätte ich fast gesagt. Der kann dementsprechend darauf warten, wird dementsprechend kommen. Hier nur einmal kurz angeschnitten von mir als Vorabversion. Im Shop ist die, glaube ich, auch ganz normal, einfach nur in einfacher Form drin. Da seht ihr es, ne? Kostet so 675, 36 PS. Und auch die Einstellungsvarianten, die da passiert noch nicht viel. Aber es ist halt dementsprechend schon in Arbeit und wir warten halt dementsprechend hier mal auf die richtige Version und wie es dann aussieht. So, okay, wir gehen eine Runde weiter. Und landen bei diesen freundlichen Jungs hier. Das ist nämlich ein Lambert, ein ATD-12, also 12-Tonnen-Transporter. Da seht ihr selber, ich habe es garantiert alles wieder falsch ausgesprochen, weil das ist eindeutig nicht meine Sprache, muss ich zugestehen. Wir sehen hier ein einfaches kleines Schott oben drauf. Lackierungstechnisch ist es immer Geschmacksfrage. Wir haben eine Verkabelung, das ist alles schon mal sehr gut. Ne, auch so mit Nummernschildgeschichten und sowas ist alles dran. Warum man so eine rote Nummer hat, ist auch keine gute Frage. Ich weiß es nicht. Da seht ihr den Kippmechanismus auch hier. Ne, hydraulikmäßig gemacht. Ich fahre mal wieder runter. Obwohl es im Prinzip witzig ist, weil die Hydraulikgeschichte hier. Ne, seht ihr selber ganz am Schluss. Da kommt sie in Bewegung. Aber ihr seht auch da schön Kabel rangesetzt. Auch hier hinten seht ihr, ne, was Metall ist. Das sieht auch aus wie Metall. Von innen sieht das soweit auch ganz ordentlich, ein bisschen abgenutzt aus. Das war alles ganz okay. Finde ich, ist ein eigentlich normaler, schöner kleiner Hänger. Kann man sich nicht beschweren. Ne? Wenn wir das Ganze jetzt hier abkuppeln, dann seht ihr selber, kommt da auch so eine kleine Stütze hier raus. Ne? Und das ist es. Ja, auch den zeige ich euch natürlich im Shop. Wir hüpfen einfach mal eine Runde hier rein. Da seht ihr es selber, 16.500 bei 12.000 Liter. Der Preis ist noch okay pro Liter. Ich sage ja immer sonst, ne, 1.000 für 1.000 ist ein Schnäppchen. Er nimmt dementsprechend alles mit. Selbst, hier seht ihr schon, gleich mit eingetragen. Wird automatisch bei den anderen auch mit eingetragen. Die, ne, Moment, da ist ein gutes Beispiel noch. Ne, da nicht. Es gibt einige, die es halt alles mit eingetragen haben hier. Dass ihr, falls ihr euch wundert, womit kann ich den getrockneten Weizen transportieren. Bei einigen steht sie ganz hinten noch mit runter. Ne? Hier zum Beispiel mit dem Krampe wird es auch gehen, dass ihr da schon mal so eine Idee habt. Ja, hier seht ihr selber, wir haben noch die Möglichkeit, Reifen zu wechseln. Nokian, Lizard, Trelleborg, das sind noch die Reifenversionen. Und das ist auch schon alles eine Variante, was man halt dementsprechend drin hat. So, dann laufen wir zum nächsten Mod rüber und dann kommen wir zu einem Massey Ferguson. Das ist ein 4709, wenn ich mich nicht täusche. Da steht sogar dran. 4709 sieht texturmäßig ganz gut aus. Modell in der Art gab es mal zusammen. Ich glaube, das war mit der La Stancia del Pascio nuschel ich jetzt auch schon. Im LS17 dementsprechend kam das, glaube ich, raus mit der Platinum-Mitte, meine ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Ihr seht hier dementsprechend, ich habe das Ganze mit Frontlader gesetzt. Ich zeige euch das gute Stück dann mal als erstes im Shop. Da gehen wir mal ganz nach hinten. Da haben wir ihn. 78.000 kostet er. Man kann die Felgenfarbe auch blau setzen, wenn man möchte. Ne? Den Frontlader, ja, nein. Und die Reifenvariante haben wir im Breitreifen. Das ist die Variante, die vorne steht und halt Standard. Ich hätte mir natürlich noch gewünscht als Variante mit Pflegebereifung, aber leider hier nicht dabei. 95 PS hat er, ist also so als Hoftraktor geeignet. Arbeitet vorne mit Gewicht, hinten hat er die ganz normalen Anschlussvarianten. Wenn wir dementsprechend reinhüpfen, sehen wir selber schon, normales Standardlicht geht an. Wir haben noch zusätzliches Licht anzuschalten, hinten eine Arbeitsform und hier vorne gibt es auch noch mal eine Zusatzlämpchen und das ist es dann in dem Bereich auch.
Blinker, ne, seht ihr selber, funktionieren über den Kotflügel hinten, sowohl vorne oder hinten an dem vorderen Fender, an dem hinteren Fender halt angebracht. Wenn wir reinhüpfen und hier Licht anmachen, passiert so nichts. Wenn wir den Motor anmachen, dann sehen wir, haben wir eine Zeigerreaktion, eine Lichtreaktion haben wir dann aber leider immer noch nicht. Aber wie gesagt, man kann nicht alles haben. Ne? Also ist als schöner kleiner offener Traktor, finde ich das nämlich ganz okay. Ich würde sagen, ich lasse ihn jetzt noch mal hier schön in eine Runde fahren und ihr könnt euch den Sound noch mal anhören. Ja, ist natürlich auch vorhin gelungen, gleich mal irgendwo vorzufahren. Bremslichter gehen, Rückfahrlicht hat er leider nicht. Und ich hatte noch vergessen, die Rundumleuchte, ja, auch die geht. So sieht das Ganze aus. So, ich hüpfe mal eine Runde raus, laufe nochmal rum, werfen nochmal einen Blick drauf. Und was soll ich sagen? Mit diesem Blick auf das schöne Gerät hier sind wir schon wieder am Ende für heute. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, bis morgen.